Nintendo hat endlich Nintendo 64 Spiele veröffentlicht mit ihrem mehr kostspieligeren, sagen wir mal, monatlichen Gebühren-Online-Service. Und ja, alles jetzt hier auf eurer Switch. Ihr könnt Super Mario spielen. Ihr könnt Mario Tennis spielen. Ihr könnt sogar Mario Kart 64 spielen. Yoshi's Island. Alles eigentlich ganz gute Titel. Und nicht zu vergessen auch Zelda. The Legend of Zelda. Doch, die Switch hat ein Problem. Ganz gewaltiges Problem. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute reden wir über den extra Online-Service der Nintendo Switch. Denn Nintendo 64-Spiele sind natürlich endlich, sind da. Man kann sie endlich spielen. Und natürlich für einen extrem hohen Preis. Wenn man das Ganze zusammenrechnet, dann ist das eigentlich so 50 Euro, die man halt eben zahlen muss für diesen zusätzlichen Online-Service. Aber wenn man das Ganze natürlich ein bisschen runterbricht zu den normalen Kosten aufs Jahr gerechnet, die Nintendo 64-Spiele und falls man Animal Crossing spielt, kriegt man quasi das DLC kostenlos dazu. Also eigentlich kein so schlechter Deal, aber ich verstehe, warum sehr viele Leute ein bisschen aufgebracht sind. Nun, wie dem auch sei. Die Nintendo 64 Spiele sind jetzt da und sie laufen nicht ganz so, wie man vielleicht erhofft hätte. Denn es gibt unzählige Emulatoren. Ja, man kann Nintendo 64 Spiele auf Android spielen, iOS, auf dem PC. Man kann sogar Nintendo 64 Spiele im Browser spielen. Also sollte es doch gar kein Problem sein für Nintendo, diese Spiele gut zu optimieren. Nun, man hat auf Twitter ein kleines bisschen gesehen, dass zum Beispiel das Expansion Pack, was man beim Nintendo 64 Controller dabei hatte, um Sachen abzuspeichern zum Beispiel, dass da viele Meldungen aufgekreuzt sind, beziehungsweise aufgetaucht sind auf der Nintendo Switch Version, wo man dabei dann denkt, okay, die Spiele wurden nicht wirklich angepasst. Man hat wirklich nur die quasi ROMs genommen und einfach nur hochgeladen. Ne, der eigenste von Nintendo entwickelte Emulator für die Nintendo Switch für Nintendo 64 Spiele ist offenbar nicht so gut wie andere, die kostenfrei sind. Sollte uns vielleicht irgendwie nicht überraschen, denn bei Nintendo ist das ja irgendwie Programm, dass man wirklich nur den minimalsten Aufwand macht, um dafür aber richtig krass abzusahnen. Das ist leider ein Image, das Nintendo momentan hat und viele machen und kaufen es aber trotzdem. Nun, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass manche Spiele halt eben nicht so flüssig funktionieren, wie man es vielleicht gerne möchte. Ganz besonders für euch da draußen, die deutschen Spieler, die europäischen Spieler. Denn viele Spiele haben einen Lag. Und das ist damit zurückzuführen, dass es früher, als die Nintendo 64 auf den Markt kam, oder auch Super Nintendo-Spiele und Nintendo-Spiele im Generellen oder generell Konsolenspiele, unterschiedliche Formate hatten. Ja, wohingegen Japan und Amerika das NTSC-Format hatten, hatten wir in Deutschland bzw. Europa da, ja, das PAL-Format. Und das PAL-Format kam nicht nur mit größeren Balken daher auf den Bildschirmen als in Amerika und in Japan, sondern die Spiele liefen auch umgerechnet 20% langsamer. Das fiel natürlich als Kind überhaupt nicht auf und man hatte ja auch keine Vergleiche. Doch jetzt merkt man das schon ziemlich gut. Wenn man zum Beispiel das neue Zelda-Spiel möchte auf Nintendo 64, dann kann man auswählen, ob man die NTSC-Version spielen möchte, das wäre dann die englische Version, oder halt eben PAL, das wäre dann ja mit der deutschen Version. Da hat man natürlich nichts angepasst für diese ROMs für Nintendo Switch. Man wird nämlich merken, warum ist alles so langsam? Warum gibt es so viel Delay und warum passt die Musik nicht so sehr zum eigentlichen Gameplay? Nun, das ist damit zurückzuführen, dass die Spiele einfach langsamer laufen. Die Musik hat man aber natürlich in der Originalgeschwindigkeit abgespielt. Ansonsten wäre das natürlich komplett weird und gar nicht spielbar. Aber das fiel halt eigentlich nie wirklich auf als kleines Kind. Aber jetzt fällt das halt einfach auf. Und ganz besonders muss man an dieser Stelle halt auch sagen, der Online-Modus. Denn der Nintendo 64 hat einen Online-Modus. Man kann zum Beispiel Super Mario 64 bzw. Super Mario Kart 64 online spielen mit Freunden. Das Problem an der Sache ist, angenommen, ich würde jetzt mit jemandem aus Deutschland spielen. Ich habe die NTSC-Version, weil ich hier in Japan lebe. Und er hat eben die deutsche Version mit einer PAL-Version. Dann läuft sein Spiel knapp 20% langsamer als mein Spiel. Das ist natürlich ein riesen Handicap und macht das Ganze auch Online-Erlebnis nicht gerade wirklich gut. Zudem gibt es auch keine wirklichen Online-Server, die Nintendo bereitstellt, um online zu spielen, sondern das sind Peer-to-Peer-Server. Das bedeutet,
ich bin, oder ich kann der Host sein, der mit meiner Internetleitung die Verbindung quasi herstellt, wo er darauf spielen kann. Heißt auch im Umkehrschluss, hat derjenige kein gutes Internet, ist der Host und ich möchte dann halt gegen ihn spielen, lande ich halt quasi auf seinen Server, auf seiner Internetleitung, die das Ganze aufbaut. Und wenn er keine gute Internetleitung hat, hast du halt eben auch kein gutes Spielerlebnis. Man merkt schon, dass Nintendo jetzt nicht so wirklich Energie, Aufwand oder irgendetwas da reingesteckt hat. Man merkt es einfach. Das sind einfach nur die ROMs, die man halt eben hat, die man auch online und überall finden kann, überall auf irgendwelchen Systemen spielen kann. Auch kostenlos, das muss man an der Stelle halt eben auch sagen. Und wurde halt nicht extra für die Switch optimiert. Da stellt sich natürlich die Frage, warum hat denn das alles so lange gedauert? Und warum verlangt man so viel Geld? Natürlich könnte man sagen, die ROMs generell, sie sind ja illegal zum Spielen, weil man lädt sie sich aus dem Internet runter und spielt halt einfach, klar. Wenn man das Originalspiel zu Hause hat, ja, dann kann man es halt aber trotzdem auch spielen und runterladen. Aber so funktioniert natürlich das Ganze, die ganze Szene nicht. Aber da könnte man natürlich sagen, klar will Nintendo Geld damit verdienen, das sind ja ihre Spiele. Und auf dem legalen Wege wäre das natürlich dann die Möglichkeit. Nun, ich finde generell Nintendo, man hätte mehr machen können, ja, wirklich nur ROMs zu bringen, einen eigenen Emulator rauszubringen, der auch dann nicht so gut funktioniert wie andere, die es dann eben kostenlos gibt, hat natürlich einen ganz kleinen faden Beigeschmack. Natürlich auch mit NTSC und PAL gibt es da den einen oder das andere Problem, denn es gibt natürlich sehr, sehr viele natürlich in Europa, die noch nicht wirklich gut Englisch können oder auch gar nicht die Spiele in Englisch spielen wollen, um halt wirklich, ja, das vollste Erlebnis zu bekommen. Da spielt man die PAL-Version und man merkt, es läuft einfach wirklich langsamer. Was haltet ihr von der ganzen Thematik mit den Nintendo 64-Spielen auf der Switch? Ich bin da eher so, man hat wieder das Minimalste getan. Das ist halt von Nintendo halt eben gewohnt. Aber was haltet ihr von der ganzen Sache? Habt ihr euch schon den längeren, größeren Pass gekauft? Spielt ihr gerne Nintendo 64-Spiele auf der Switch? Und habt ihr überhaupt irgendein Problem mit PAL oder NTSC? Würde mich mal brennend interessieren. Und das soll es gewesen sein für diesen Video. Und ja, das war's. Ne? Abonnieren noch, like. Das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder hier auf Made in Tokyo. Ich habe einige interessante Videos geplant. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.